Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt hier weiter mit dem sogenannten Chi-Quadrat unabhängig Geistes. Chi-Quadrat ist jetzt ein Name, das hat jetzt hier keine Bedeutung. Und zwar, das funktioniert jetzt hier wie folgt. Also, das folgende Beispiel benutze ich jetzt hier eigentlich auch meistens, um jetzt hier das dann zu erklären. Das Milgram-Experiment, ich weiß nicht, ob Sie davon was gehört hatten. Beim Milgram-Experiment, das hat jetzt hier nichts mit dem Chi-Quadrat, das direkt was zu tun, sondern das ist jetzt nur die Geschichte dazu, damit Sie sich jetzt hier was darunter vorstellen können. Und zwar, es gab jetzt hier ein psychologisches Experiment, was jetzt in den 70er Jahren dann durchgeführt wurde. Und zwar mit Probanden. Die Probanden waren jetzt ihnen also die Rolle des Lehrers jetzt ihnen zugewiesen worden. Und da gab es jetzt hier den Versuchsleiter, nicht wahr? Also V ist jetzt nicht die Versuchsperson, sondern der Versuchsleiter. L ist jetzt hier dann der Proband. Und der Proband sollte jetzt hier dann quasi die Rolle eines Lehrers übernehmen. Und jedes Mal, wenn ein vermeintlicher Schüler jetzt hier einen Fehler gemacht hatte, die jetzt hier dann gespielt waren, sollte der Lehrer quasi jetzt in der Stromschläge austeilen. Das wird jetzt hier auch nochmal dann beschrieben. Also das heißt, es ist aber nicht das, was man den Leuten erzählt hatte, sondern man hat jetzt hier quasi den Probanden, also sprich den Leuten, die jetzt hier dann die Rolle des Lehrers jetzt hier zugewiesen worden sind, jetzt hier was anderes erzählt, dass sie am Lernexperiment dann teilnehmen sollen. Aber in Wahrheit ging es jetzt hier dann im Prinzip dann darum, ja, zu testen, wie weit jetzt hier dann die Leute bereit sind, bestimmten autoritären Anweisungen jetzt hier dann Folge zu leisten. Ja. So. Und die Aufgabe stand jetzt hier dann darin, na, dass dann letztendlich im Endeffekt, wenn der Schüler einen Fehler gemacht hatte, dann wurde jetzt quasi jetzt hier dann der Lehrer, also sprich der Proband, jetzt hier dann instruiert von dem Versuchsleiter, dem Schüler Stromschläge jetzt hier dann zu verteilen. Die aber mal waren jetzt hier natürlich jetzt hier dann keine Stromschläge gewesen, sondern es war jetzt hier dann, also die haben nur so getan, als ob, ja, es war sozusagen jetzt hier dann, niemand ist jetzt hier dann wirklich zu Schaden gekommen, aber die haben es jetzt hier dann zumindest dann simuliert. Und jedes Mal, ja, wenn jetzt hier dann quasi ein Fehler passiert war, wurden dann die Stromschläge jetzt hier dann um 15 Volt erhöht. Das ist sozusagen der Versuchsaufbau. Und die wollten einfach nur wissen, wann die Leute jetzt, die dann den Versuch dann von sich selbst aus abbrechen würden. Ja? Also wie weit würden die jetzt dann im Prinzip die Leute gehen, um jetzt hier dann diesen Versuch dann ja, zu machen, nicht wahr? Also, und dann, was jetzt hier so ein bisschen das Erstaunliche war, dass die meisten Leute jetzt hier bis 450 Volt waren, das glaube ich, ne? Dass jetzt hier mindestens 450 Volt gegangen sind. Ja? Das war, was jetzt hier dann die Leute erstmal auch gar nicht glauben konnten. Ja? Okay, und ich habe jetzt hier das auch nochmal auch so gezeigt, ja, wie das jetzt hier dann auf war, so wie das hier dann Anteil dann aussah. Und zu einem späteren Zeitpunkt hat man das auch mit Frauen gemacht. Ja, das heißt also, wie gesagt, da sieht man jetzt hier dann die Häufigkeiten. Es gab jetzt hier dann insgesamt dann, ich habe das jetzt hier runtergerechnet, damit die Zahlen etwas schöner werden, 60 Männer, ja, und 40 Frauen. Das kann man jetzt hier dann auch gleich nochmal sehen, wenn man das jetzt hier dann zusammenzählt. Und dann steht ja hier zum Beispiel jetzt hier dann bei der 5, das bedeutet hier beispielsweise, dass es 5 Männer gab, die jetzt hier bei 300 Volt den Versuch abbrachen, ja, jetzt hier aus Gewissensgründen. Und da gab es jetzt hier dann zum Beispiel 25 Männer wiederum, die jetzt hier dann bis 450 Volt gegangen sind. Ja. Auf der anderen Seite gab es hier dann noch 32 Frauen, die bis 450 Volt gegangen sind, also die Anzahl war natürlich mehr, aber es gab auch mehr Frauen insgesamt, also das kann man jetzt hier dann nicht irgendwie im Prinzip jetzt hier daraus schließen, dass die Frauen dann irgendwie brutaler seien, ja, zumindest unter diesen Voraussetzungen. Ja, und man möchte jetzt hier dann testen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Verhalten und Geschlecht. Das bedeutet also, wir möchten jetzt hier dann wissen, ob man statistisch davon ausgehen kann, ja, letztlich im Endeffekt, dass sich Männer und Frauen jetzt hier dann anders verhalten in solchen Bedingungen. Und das Ergebnis war, also das ist dann auch im Prinzip das Ergebnis der Studie ist, zumindest scheinbar, ja, sieht es dann wohl so aus, dass Männer und Frauen sich unter solchen Bedingungen eher gleich verhalten. Also es gibt da sozusagen jetzt, was das angeht, ne? Also was Gehorsam angeht, ja, was sozusagen die Bereitschaft angeht, auch den Folgen, autoritären Anweisungen in Folge zu leisten, scheinbar keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Ne? Also das war sozusagen das Ergebnis. Gut, meine Damen und Herren, das ist jetzt hier dann der Versuchsaufbau. Meine Damen und Herren, dann zeige ich Ihnen, wie das jetzt hier dann funktioniert. Und zwar das Erste, was Sie jetzt hier machen sollen in diesem Zusammenhang, und das werden Sie auch in der Klausur tun müssen, ist die Berechnung der Randhäufigkeiten. Ich zeige Ihnen mal gleich, was die Randhäufigkeiten sind, aber zunächst mal, na, Sie sehen jetzt hier dann zum Beispiel, wie viele Männer gab es dann insgesamt. Also hier sehen Sie jetzt auch, es gab jetzt insgesamt 40 Männer, ich habe das jetzt hier auch schon im Prinzip jetzt hier auch erwähnt gehabt. Und 60 Frauen, das bedeutet also, sie berechnen jetzt hier dann quasi die Zeilensumme und sie berechnen jetzt hier dann die Spaltensumme auch. Ne? Also 40 Männer, 60 Frauen. Und beziehungsweise es gab jetzt hier dann insgesamt 14 Leute, die bei 300
wollte den Versuch dann abbrachen. Es gab jetzt hier dann 13 Personen, die jetzt hier bis 315 Volt gegangen sind. Und dann gab es jetzt hier dann 16 Personen, die irgendwo zwischen 330 und 375 Volt jetzt hier dann gegangen sind. Das hat man jetzt hier dann zusammengefasst. Da waren jetzt hier dann mehrere Werte. Ne? Die waren jetzt nicht so dicht besetzt. Ne? Und da gab es jetzt hier dann insgesamt 57 Leute, die bis 450 Volt gegangen sind. Und wenn man jetzt hier dann alles nochmal zusammenzählt, nicht wahr, da kommt jetzt hier dann 100 heraus. Also das ist jetzt nicht die echte Zahl, ja, die jetzt hier dann kam, aber ne? Also insgesamt jetzt hier dann 100 Leute sozusagen waren jetzt hier dann quasi, wenn Versuchsaufbau die Zahl liegt, aber in Wahrheit waren es jetzt nicht exakt 100, sondern war halt jetzt ein bisschen anders, aber dann wären die Zahlen jetzt nicht so schön gewesen für die Rechnung, weil ich habe das jetzt hier so ein bisschen dann nochmal verändert. Das war also, das ist der Grund dafür, warum ich das jetzt hier dann nochmal anders gestaltet habe, meine Damen und Herren. Die Tabelle hier heißt im Übrigen, das ist die sogenannte Kontingenztabelle. Ja? Also die Kontingenztabelle enthält die gemeinsame Häufigkeiten, ne? Im Prinzip jetzt hier dann der beiden Merkmale. Es sind jetzt hier dann zwei Merkmale hier abgebildet, und zwar einmal das Geschlecht, ne? Männer und Frauen, und einmal, das ist jetzt nicht die Spannung, sondern im Prinzip ging es ja um das Verhalten der Leute. Ne? Also die Spannung ist jetzt hier eine latente Variable. Ja, also nicht die Spannung ist ja latent, sondern im Prinzip das Verhalten der Leute, also die Bereitschaft der Leute, im Prinzip Autorität und Anweisungen Folge zu leisten. Das ist sozusagen die zweite Variable, dass man eine latente Variable nicht direkt beobachtbar ist, und dafür nutzt man ja sozusagen die Spannung, also ab wann die Leute abgebrochen haben. Ne? Es ging ja sozusagen mögliche Abhängigkeitsbeziehungen zwischen jetzt hier dann Geschlecht und Verhalten, meine Damen und Herren. Ne? Das ist das, worum es jetzt hier dann eigentlich dann gehen würde. Ne? Also wir wollen jetzt hier dann den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Verhalten, also möglichen Zusammenhang zwischen Geschlecht und Verhalten testen. Und ich zeige Ihnen das mal gleich, wie das dann funktioniert. Das ist jetzt hier nur die Seitenzahl, die 24, ja, jetzt hier gerade bei der Folie. Gut, meine Damen und Herren, erster Schritt hatten wir schon gemacht, Berechnung jetzt hier dann der Randhäufigkeiten, wenn das jetzt hier dann nicht von Haus aus schon gemacht wurde. Ne? Und wie gesagt, die Kontingenztabelle ist die Tabelle, die die gemeinsame Häufigkeiten enthält. Ohne die Ränder und ohne die, also die Ränder wären jetzt hier gleich, ne, ich zeige Ihnen das mal hier, das hatten wir vorhin schon, und ohne die Überschriften. Also bitte beachten Sie, dass die Kontingenztabelle zwei Zeilen und vier Spalten hat. Ja, wie gesagt, also die Überschriften zählt man nicht mit. Und auch die Ränder, ne, die Randhäufigkeiten zählt man nicht mit. Das ist bitte zu beachten. Nur der Inhalt zählt, also das, was sozusagen jetzt hier dann drin ist bei den Häufigkeiten, das ist die Kontingenztabelle. Zwei Zahlen und vier Spalten. Warum? Weil das Geschlecht zwei Ausprägungen hat und das Verhalten vier Ausprägungen hat. Ne? Also hier gab es jetzt hier sozusagen dann vier Kategorien dazu. Ja? Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier dann die Ränder schon bestimmt. So. Die Zahlen, die Sie jetzt hier sehen in grün, das sind die beobachteten Häufigkeiten. Und im zweiten Schritt, also nachdem Sie die Ränder berechnet haben, wie gesagt, waren sie vielleicht jetzt nicht alle gegeben, berechnen Sie bitte jetzt hier dann die sogenannten erwarteten Häufigkeiten. Die erwarteten Häufigkeiten beziehen sich auf Häufigkeiten, ja, die man ja sozusagen erwarten würde, wenn man wüsste, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen Verhalten und Geschlecht. Also mal angenommen, wir wüssten ohne Zweifel, ja, das ist natürlich nicht der Fall, aber mal angenommen, wir wüssten ohne Zweifel, dass es dann keinen Zusammenhang gibt zwischen Verhalten und Geschlecht, nicht wahr? Und wie gesagt, das ist jetzt hier dann, ja, also eher nicht der Fall, weil woher sollte man das denn wissen, nicht? Also man kann ja sozusagen jetzt hier dann nicht jeden überprüfen diesbezüglich, aber mal angenommen, wir wüssten, sonst würde Zweifelsfall dann feststehen, dann ist die Frage, welche Häufigkeiten hätten man jetzt hier dann erwartet? Und ich zeige Ihnen, wie man die berechnet. Das ist jetzt nämlich dann der zweite Schritt, den Sie jetzt hier dann bitte sich dann merken sollen. Ich fange jetzt hier dann an, und zwar mit der, also mit dem Element in der ersten Zeile und der ersten Spalte. Wie gesagt, wenn ich sage erste Zeile, erste Spalte, zähle ich die Überschriften nicht mit. Ne? Also die Zahlenüberschriften und die Spaltenüberschriften zähle ich nicht mit. Und ich zähle auch die Ränder nicht mit. Ne? Also erste Zeile, erste Spalte ist hier. Dann nehmen Sie jetzt hier dann die Summe der ersten Zeile und dann nehmen Sie jetzt hier dann die Summe der zweiten, der ersten Spalte, sorry, also je nachdem, wo Sie sind. Sie multiplizieren sie miteinander und teilen das dann durch die Gesamtanzahl, und das ist dann die erwartete Häufigkeit, die dann rauskommt. Also sprich auf Deutsch 40 mal 14 geteilt durch 100. Ja, und das sehen Sie jetzt hier dann auch nochmal, kommt jetzt hier dann 5,6 heraus. Also 5,6 ist die erwartete Häufigkeit. Natürlich gibt es keine 5,6 Menschen, ja, das ist mir schon klar. Aber würde man das jetzt hier nur auf 1000 hochrechnen, also auf 1000 Personen, dann könnte man jetzt wieder sagen, dass man in der Kategorie letzten Endeffekt ja hier dann im Grunde genommen dann 56 Personen dann letzten Endes jetzt hier
erwartet hätte. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das dann funktioniert. Vielleicht verstehen Sie es dann noch besser bei den anderen. Zweite Zeile, erste Spalte, Summe der zweiten Zeile mal Summe der zweite Zeile, erste Spalte. Summe der zweiten Zeile, gehen wir zurück, mal Summe der ersten Spalte, ne? Also die Randhäufigkeiten. Zeilensumme mal die Spaltensumme. Geteilt durch die Gesamtanzahl ergibt jetzt Ihnen die erwartete Häufigkeit. Das ist jetzt hier dann die 8,4. Es folgt eigentlich direkt jetzt hier nur noch aus der stochastischen Unabhängigkeit, ja, wo im Prinzip die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge gleich ist dem Produkt der jeweiligen Wahrscheinlichkeit. Das müssen Sie jetzt in dieser Stelle eigentlich gar nicht wissen. Ne? Zweite Zeile, zweite Spalte, Summe der zweiten Zeile, Summe der zweiten Spalte. Ne? Die beiden multiplizieren Sie miteinander, teilen durch die Gesamtanzahl. Das ist immer das gleiche Prinzip, bekommt jetzt hier dann 5,2 heraus. Sorry, Quatsch, also erste Zeile, zweite Spalte war es, ne? Andersrum, erste Zeile, ne? Summe der ersten Zeile, Summe der zweiten Spalte, geteilt durch die Gesamtanzahl. Dann hier, zweite Zeile, zweite Spalte, Summe in der zweiten Zeile, Summe aus der zweiten Spalte, geteilt durch die Gesamtanzahl und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das hat man jetzt hier ganz gut verstanden, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich mache jetzt immer weiter, erste Zeile, dritte Spalte, Summe aus der ersten Zeile, Summe aus der dritten Spalte, mal geteilt durch die Gesamtanzahl, ergibt jetzt Ihnen die erwartete Häufigkeit. Dafür zweite Zeile, dritte Spalte, Summe der zweiten Zeile, mal Summe der, ne, also jetzt Ihnen die Spaltensumme aus der dritten Spalte, geteilt durch die Gesamtanzahl, ergibt dann das hier. Dann erste Zeile, vierte Spalte, nicht wahr? Summe aus der ersten Zeile, mal jetzt hier dann die Spaltensumme aus der vierten Spalte, geteilt durch die Gesamtanzahl, ergibt jetzt hier dann diese erwartete Häufigkeit. Und last but not least, das ist jetzt hier nämlich das letzte, Summe jetzt hier dann aus der zweiten Zeile mal Summe aus der, jetzt hier dann der vierten Spalte, geteilt durch die Gesamtanzahl, ergibt jetzt hier dann, meine Damen und Herren, 34,2. Also, das ist jetzt nicht schwer, jetzt hier dann die erwarteten Häufigkeiten zu berechnen. Und was wir jetzt hier machen werden, jetzt hier dann im dritten Schritt, und zwar, wir werden jetzt hier dann die erwarteten Häufigkeiten mit den Beobachteten vergleichen. Also das wird jetzt hier dann die Idee dann sein. Also ich nehme jetzt hier dann die erwarteten Häufigkeiten, sehen Sie jetzt hier nochmal, wie gesagt, ohne die Überschriften, ohne die Ränder, die brauchen wir nicht mehr. Und ich hatte jetzt hier dann die Beobachteten hier gehabt, die zeige ich jetzt hier auch nochmal. Und wir vergleichen die beiden miteinander, also die beobachteten Werte mit den erwarteten. Ich zeige Ihnen mal gleich wie. Ja? Und die Idee ist, wenn jetzt die Abweichung zwischen Beobachteten und erwarteten Häufigkeit in Anführungszeichen zu groß sind, was das heißt, werde ich jetzt hier nochmal spezifizieren, was heißt zu groß. Ja, so können wir hier nochmal noch festlegen, aber das brauchen Sie jetzt erstmal nicht zu wissen. Wenn der Unterschied zwischen Realität und Erwartung, ja, zu sehr abweicht, dann könnte das vielleicht als Hinweis gedeutet werden, dass die Erwartung jetzt hier nicht ganz stimmt. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also das ist sozusagen jetzt hier dann die Vorgehensweise hier, dass man jetzt hier im Prinzip jetzt bei den Erwartungen hier vielleicht dann irgendwie daneben liegen würde. Und Unabhängigkeit, ja, ist im Prinzip die Erwartung. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, also das ist sozusagen das Prinzip, was wir jetzt hier benutzen werden. Ja? Und eine Maßzahl, mit der wir das machen können, ist die sogenannte Chi-Quadrat der Statistik. Wie gesagt, Chi-Quadrat ist jetzt nur ein Fantasiename. Also Chi ist ein Buchstabe aus dem Griechischen, Quadrat, weil sich das jetzt hier dann auf quadrierte Summanden beziehen wird. Aber das sehen Sie jetzt hier nochmal dann gleich. Also vergessen Sie mal den Namen, das ist jetzt hier, hat jetzt hier keine inhaltliche Bedeutung. Die Chi-Quadrat-Teststatistik, die wird jetzt hier dann wie folgt berechnet. Was müssen Sie berechnen? Das ist jetzt eigentlich die zentrale Größe. Also wenn man jetzt mal angenommen 10 Punkte für so eine Aufgabe gibt, ja, dann ist die Chi-Quadrat-Teststatistik, sondern dafür würden Sie jetzt hier dann von mir, sagen wir mal, zwischen 5 und 6 Punkten bekommen. Ja, das ist nur sozusagen jetzt dann eigentlich der wichtigste Wert. Wo brauchen Sie natürlich die erwarteten Werte. Also das ist die Voraussetzung dafür, dass Sie sie haben. Die müssen Sie ja berechnen. Ja? Gut, aber lassen wir das mal. Also vielleicht ein Punkt für die Zeilensummen und für die Spaltensumme. Ja, dann sagen wir mal 5 Punkte für die Chi-Quadrat-Teststatistik und danach der Rest kommt ja noch. Ne? Werden Sie jetzt hier nochmal sehen. Aber das ist sozusagen der Hauptteil. Gut, Chi-Quadrat-Teststatistik steht jetzt hier bei mir so da. Also Chi, das sieht jetzt eigentlich im Griechischen aus wie ein X, nur etwas geschwungener. Wenn ich das jetzt hier quasi jetzt wieder in griechische Version dann schreibe, sieht das mehr aus wie ein Hakenkreuz, deswegen wollte ich das jetzt hier noch nicht tun. Und EMP steht jetzt hier dann quasi dafür, dass es eine empirische Größe ist. Es gibt jetzt nämlich auch eine theoretische Größe dazu. Die werde ich jetzt hier auch nochmal auch anders dann darstellen. Aber was sich dann auf die sogenannte Chi-Quadrat-Verteilung dann beziehen wird, deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen von der Notation her abgrenzen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr 1 zu 1, aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Sie können es ja nennen, wie Sie wollen. Also nennen Sie es jetzt von mir aus Y oder so. Ja, es ist eigentlich egal. Das sollen Sie jetzt nur verstehen, wie das gerechnet wird. Das passen Sie auf. Ich fange jetzt hier dann quasi an. Erste Zeile, erste Spalte. Wie gesagt, hier bei den beobachteten Werten 5. Und berechne die Differenz zwischen dem beobachteten Wert und dem erwarteten Wert. Nicht? Also 5 hierzu, erste Zeile, erste Spalte.
Fünf habe ich beobachtet, fünf, das war die Häufigkeit, ne? Also 5 Männer bis 300 Volt war das. Erwartet hätte ich ein bisschen mehr, das heißt also 5 minus 5,6. Na, ich berechne die Differenz, also die Abweichung des beobachteten Wertes von dem erwarteten zum Quadrat. Na, das heißt, ich multipliziere das mit sich selbst und teile jetzt hier das dann durch die erwartete Häufigkeit. Das ist sozusagen der erste Summand und das mache ich jetzt hier dann über alle Kategorien. Also die Kunst wird jetzt hier dann darin bestehen, dass man jetzt sozusagen jetzt hier dann über sämtliche Werte aus der Häufigkeitstabelle jetzt hier das dann durch mal durchführt. Ich zeige Ihnen das mal gleich. Ja. Das heißt also, wir gehen jetzt immer weiter, ja, und dann addieren Sie das komplett dann auf. Das sehen Sie jetzt hier auch nochmal. Ja. Beobachtete Häufigkeit, Sie sehen ja hier war die 5. Ne? Also erste Zeile, zweite Spalte. Ich mache das jetzt hier mal so. Minus erwartete Häufigkeit dazu, erste Zeile, zweite Spalte, ein bisschen mehr, zum Quadrat geteilt durch jetzt hier dann die erwartete Häufigkeit zu dieser Kategorie. Und das ist der zweite Summand. Und das machen Sie dann über alle. Das heißt also, Sie haben jetzt hier dann quasi die Kontingenztabelle. Sie berechnen also damit die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten, jeweils relativ zu den erwarteten Häufigkeiten. Werde ich jetzt mal noch mal ein bisschen etwas genauer erklären. Dann haben wir hier 5 beobachtete Häufigkeit minus die erwartete Häufigkeit zu dieser Kategorie zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit. Das wäre sozusagen der nächste Summand. Dann hätten wir hier na, beobachtete Häufigkeit minus die erwartete Häufigkeit aus der Kategorie zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit. Also wie Sie merken, das ist immer dasselbe. Ja. Deswegen konnte ich das so gut. Ja. Wenn man das ja mal verstanden hat, dann sieht man es eigentlich auch. Na, beobachtete Häufigkeit hier minus die erwartete Häufigkeit zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit, was wir zuvor berechnet hatten. Na, bei dem nächsten beobachtete Häufigkeit minus die erwartete Häufigkeit zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit der Kategorie. Dann beobachtete Häufigkeit der Kategorie minus die erwartete Häufigkeit der Kategorie zum Quadrat geteilt durch die erwartete beobachtete minus die erwartete zum Quadrat geteilt durch die erwartete, meine Damen und Herren. Und dann bekommen Sie jetzt hier dann die Summe. Wie gesagt, ich interpretiere das mal gleich nochmal. Die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten relativ jeweils zu den erwarteten Häufigkeiten. Der Wert, der jetzt hier dann herauskommt, jetzt hier dann bei mir, also wenn ich das mit dem Taschenrechner mache und mal angenommen, ich habe mich jetzt nicht verrechnet, ergibt jetzt hier dann insgesamt dann 0,9842. Dieser Wert, der jetzt hier rauskommt, hat keine inhaltliche Bedeutung. Also das kann man jetzt hier dann nicht interpretieren. Das ist jetzt auch nicht irgendwie zwischen 0 und 1 oder so. Nicht wahr? Das kann man jetzt hier dann auch nicht sagen, ja? Sondern das ist einfach nur die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten jeweils relativ zu den erwarteten. Vielleicht noch eine kleine Idee, ne? Also warum zu den erwarteten? Ja? Das müssen Sie jetzt nicht wissen, aber ich mache es trotzdem. Also warum relativiert man das? Also wenn ich sage relativiere, dann meine ich ja, dass man das jetzt hier dann quasi dann teilt. Naja, weil das ja im Prinzip jetzt nicht auf die absoluten Abweichungen ankommt, zumindest nicht nur. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also hier sehen Sie auch nochmal zum Beispiel, gucken Sie mal, die Abweichung zwischen 5 und 5,6, ne? Erste Zeile, erste Spalte, ne? Ja, ist kleiner als die Abweichung zwischen 32 und 34,2, ne? Letzte Zeile, letzte Spalte, ne? Erste Zeile, erste Spalte versus letzte Zeile, letzte Spalte. Ne? Also zwischen, ne? Der Abweichung hier und hier ist natürlich größer. Es ist aber so, aber hier sind auch mehr Leute drin, ne? Und wenn jetzt in diese Kategorie mehr Leute fallen, dann ist es ja auch relativ normal, dass jetzt zumindest die Streuung dann auch größer ist, nicht wahr? Also dann da dürfte es jetzt hier auch zumindest jetzt hier mit einer größeren ja, Toleranz jetzt hier dann streuen. Also wie gesagt, in einer Kategorie waren nur 5 Personen, in der anderen waren 32 beobachtet worden. Ja, verstehen Sie? Ja, das ist jetzt hier dann eigentlich der Grund Nummer 1. Nun, Grund Nummer 2 ist natürlich jetzt hier dann auch der, gucken Sie mal, 5 versus 5,6. Ja, also die Abweichung ist über 10%, wenn ich das jetzt hier quasi auf die Beobachteten beziehe. Aber eigentlich auch auf die Erwartung ist eigentlich egal. Ja. Und die Abweichung zwischen 32 und 34,2 ist aber weniger als 10%. Das heißt, die absoluten Abweichungen, ne, also absolute Differenz zwischen 32 und 34,2, ist natürlich größer als zwischen 5 und 5,6, aber nicht die relative Differenz, nicht wahr? Also nicht der prozentuale Anteil, wenn man es so will. Und deswegen, also das ist, aber das ist eigentlich auch das, was dann in die Größe hineingeht, weil wir relativieren es ja diesbezüglich, ne, auf die erwarteten Häufigkeiten, um jetzt hier quasi eine Bezugsgröße zu haben. Also es geht ja primär dann nicht darum, um wie viel das jetzt in absolut abweicht, ja, sondern um wie viel Prozent das dann abweicht, weil das ist dann eigentlich auch das, was dann primär dann interessieren würde. Ja, das ist jetzt hier im Prinzip die wichtigste Kennzahl. Also wenn Sie die jetzt hier dann haben, dann haben Sie eigentlich jetzt hier dann das meiste schon hinter sich, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, dann ja, machen wir weiter mit den nächsten Kennzahlen. Es gibt jetzt hier ein paar kleine Hilfszahlen, die sind jetzt hier relativ leicht. Ja? Also ich,
markier mal diesen Wert, den werde ich jetzt hier nochmal dann auch, also ich komme nochmal auf den zurück, ja, weil das ist eigentlich der Wert, um den es jetzt hier dann sich dann komplett dann alles dreht. Und ich betrachte jetzt hier mal die Zahlenanzahl und die Spaltenanzahl der Kontingenztabellen. Ja, wie gesagt, beides sind die Kontingenztabellen. Ob das die beobachteten Werte enthält oder die erwarteten, ist eigentlich egal. Die Zahlenanzahl ist jetzt hier dann 2, also das schreibe ich jetzt hier dann als Groß I. Ja, das ist dann auch jetzt hier dann die Notation, die jetzt hier verfolgt wurde. Und die Spaltenanzahl ist jetzt hier dann Groß J. Es gibt jetzt hier dann 2 Zahlen und 4 Spalten. Ja, aber ist eigentlich egal, wie es heißt. Warum? Naja, deswegen, weil das Geschlecht 2 Ausprägungen und das Verhalten 4 Ausprägungen hat. Also ich glaube, das ist jetzt hier dann relativ leicht, jetzt hier dann zu bestimmen. Ja? Also wenn Sie das haben, ja, Zahlenanzahl ist 2, Spaltenanzahl ist 4, gebe ich Ihnen einen Punkt. Ja? Okay. Ja. Naja, besser als nichts. Ja? Dann hätten Sie jetzt hier schon mal 7. Ja? Okay, dann passen Sie auf. Dann kommt jetzt hier dann eine abstrakte Größe, die ich jetzt hier dann Freiheitsgrade nenne. Die Anzahl der Freiheitsgrade jetzt hier, das ist ein Parameter für die zugehörige Verteilung. Ja, Sie müssen das jetzt hier dann quasi nicht in Bezug setzen. Es gibt jetzt hier dann keine inhaltlichen Bedeutungen. Das hat was weder mit Freiheit noch was mit Graden zu tun. Also das setzt hier dann auch quasi ein Fantasiename. Ich schreibe jetzt hier dann DF dafür. Ja, das ist jetzt hier dann nicht die Notation im Skript, aber DF steht für Degrees of Freedom. Ja, dann weiß ich, dass es jetzt hier dann Freiheitsgrade sind. Dafür brauche ich jetzt hier dann nur die Zahlenanzahl und die Spaltenanzahl. Das ist ein Parameter für die Chi-Quadrat-Verteilung, ja, mit der ich das jetzt hier dann vergleichen will. Und die Anzahl der Freiheitsgrade für die Chi-Quadrat-Verteilung, mit der ich das jetzt hier dann quasi vergleichen will, ist dann i minus 1 in Klammern mal j minus 1 in Klammern. Und i und j habe ich ja hier dann vorhin bestimmt. Also da muss ich das jetzt hier dann einfach nur einsetzen. Das wäre jetzt hier dann 2 minus 1 mal j minus 1, also sprich 4 minus 1. 2 minus 1 ist 1, 4 minus 1 ist 3. 1 mal 3 ergibt jetzt hier dann 3. Das heißt also, die Anzahl der Freiheitsgrade ergibt jetzt hier dann 3. Wie gesagt, das ist nur ein Parameter für die Chi-Quadrat-Verteilung, auf die jetzt im Prinzip jetzt hier dann der ganze Test dann basieren wird, ne? Weil na, also man weiß ja im Prinzip, dass wenn die Merkmale unabhängig sind, also wenn das sozusagen das Verhalten unabhängig vom Geschlecht ist, dass dann die sogenannte Chi-Quadrat-Teststatistik der sogenannten Chi-Quadrat-Verteilung gehorcht. Ne? Also und dafür, die Chi-Quadrat-Verteilung hat nämlich einen Parameter, was sich jetzt hier dann Freiheitsgrade jetzt hier dann nennt. Ja, und zwar, also, wenn man jetzt wieder eine Anzahl der Freiheitsgrade hat, wie gesagt, das sind jetzt wieder die Kennzahlen, dann braucht man noch die sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit. Die Irrtumswahrscheinlichkeit gibt man selbst vor. Standardmäßig, ich werde mal gleich was dazu sagen, ja. Standardmäßig wählen wir die Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Ja. Also darauf kommt man jetzt hier dann nicht unbedingt, ja, aber das ist eigentlich durchgehend in allen empirischen Studien der Fall. Irrtumswahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit oder die Obergrenze für den sogenannten Fehler erster Art. Fehler erster Art bedeutet, dass man die Nullhypothese ablehnt, obwohl sie wahr ist. Sie können im Prinzip jetzt in zwei Fehlentscheidungen jetzt hier dabei treffen. Entweder Sie lehnen die Nullhypothese ab, rein zufällig, ja, weil die Beobachtungen jetzt hier dann so sind, und sie stellt sich als wahr heraus. Oder, meine Damen und Herren, Sie lehnen die Nullhypothese nicht ab und es stellt sich als falsch heraus. Was ist schlimmer? Das kann man nicht sagen. Beides ist natürlich schlecht, nicht wahr? Beides ist eigentlich scheiße. Na, also ich meine, ich vergleiche das gerne jetzt mit der Partnerwahl. Ja, so stellen Sie sich mal vor, jemand macht Ihnen einen Annäherungsversuch, nicht wahr? Und da gibt es eigentlich zwei Fehlentscheidungen, die Sie treffen können. Entweder Sie lassen sich auf die Geschichte ein und sie stellt sich dann als falsch heraus für Sie. Ja, das ist nachteilig, aber ist schon alles vorgekommen. Oder Sie ignorieren den Annäherungsversuch und hätten aber eigentlich gemerkt, ja, das wäre doch eigentlich der Richtige gewesen. Ja. Also, wie gesagt, beides ist jetzt hier dann schlimm. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, können wir das jetzt hier dann über die Irrtumswahrscheinlichkeit, also sprich über die Wahrscheinlichkeit von Fehler erster Art jetzt hier dann modellieren. Und zwar, wir geben jetzt hier dann die Fehler erster Art, also 5% dann vor. Das wird auch im Übrigen in der Klausur in den meisten Fällen so sein, dass man das jetzt hier dann bei 5% dann festlegt. Ja, weil das jetzt hier dann eigentlich auch der empirisch gesehen jetzt hier dann häufigst der Wert dann benutzt wird. Wie gesagt, also das sollte aber auch nicht zu klein sein. Warum das nicht zu klein sein sollte, um das vielleicht mal klar zu machen, ist, wenn die Irrtumswahrscheinlichkeit, also sprich die Wahrscheinlichkeit für Fehler erster Art, zu klein ist, also wesentlich kleiner als 5%, sagen wir 0,1% oder so, dann besteht wiederum die Gefahr,
dass sie dann die Nullhypothese auch dann nicht ablehnen, wenn sie falsch ist. Denn Fehler erster Art, passen Sie auf, also nur, dass Sie das nochmal nachvollziehen, also sprich, ne, Fehler erster Art, also diese Fehlentscheidung können Sie ja nur machen, wenn Sie die Nullhypothese ablehnen. Ja? Also wer die Nullhypothese nicht ablehnt, Nullhypothese wird jetzt dann die Unabhängigkeit sein, das ist jetzt nämlich das, was jetzt hier dann im Rahmen dieses Tests dann unterstellt wird von der Nullhypothese. Ja? Also wenn Sie das ablehnen, ja, dann können Sie eigentlich nur Fehler erster Art machen, aber wenn Sie es nicht ablehnen, können Sie Fehler erster Art nicht machen. Na, die Wahrscheinlichkeit dafür, also wenn Sie das jetzt hier aber zu weit nach unten kloppen, also wenn Sie zum Beispiel jetzt mal angenommen nicht 5% wählen, sondern was weiß ich, 0,1% oder so, dann würden Sie tendenziell seltener ablehnen, ja, weil die Gefahr nämlich, dass Sie sich dann irren, jetzt hier dann wesentlich kleiner ist. Nicht wahr? Aber das Problem ist dann wiederum, ja, wenn Sie sozusagen zu selten die Nullhypothese ablehnen, dann passiert nämlich jetzt hier dann auch, also auch unter Umständen Fehler zweiter Art, nämlich mit der höheren Wahrscheinlichkeit, denn wenn Sie, ne, die Nullhypothese zu selten ablehnen, dann besteht wiederum die Gefahr, ja, dass Sie es auch dann nicht tun, wenn Sie es hätten tun sollen. Also mit anderen Worten, je kleiner die Wahrscheinlichkeit für Fehler erster Art ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für Fehler zweiter Art und umgekehrt. Also ich vergleiche das gerne mal mit der Partnerwahl, ja. Je kleiner die Wahrscheinlichkeit ist, ja, dass sie jemand ablehnen, also sprich, ne, das ist natürlich auch die Gefahr, ja, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Person jetzt hier im Prinzip dann annehmen, aber wenn sie die Person dann annehmen, dann ist natürlich auch die Gefahr größer wiederum, dass sie es auch dann vielleicht tun, wenn sie es vielleicht nicht hätten tun sollen, ja, verstehen Sie, was ich meine, ja, also wie gesagt, beides ist schlecht, ja, wenn sie sich zu selten vielleicht auf einen Annäherungsversuch einlassen, ja, das ist auch vielleicht nicht gerade optimal. Aber wenn Sie sich dann zum Beispiel, also na, zu selten lassen Sie sich darauf ein, na, also Sie lehnen zu selten ab oder Sie lehnen zu selten nicht ab. Ja. Also beides ist vielleicht jetzt nicht gerade optimal. Hat alles schon gegeben und es führt immer zu Problemen, nicht wahr? Also im Endeffekt hätten die Leute sich vielleicht dann doch gewünscht, dass sie einen Abfuhr kriegen. Ja. Aber gut, das kann ich jetzt hier dann sozusagen jetzt nicht letztendlich im Endeffekt festlegen. Also standardmäßig hat man sich jetzt hier dann bei 5% festgelegt. Was heißt das? Ja, wie gesagt, dass Sie nur noch mal so ein bisschen das verstehen. 5% bedeutet Folgendes. Wenn die Nullhypothese wahr ist, also sprich, die Nullhypothese wird hier sein, dass die Merkmale unabhängig voneinander sind. Ja? Wenn die Nullhypothese wahr ist, ja, wenn sie wahr ist, dann sollte die Wahrscheinlichkeit nur höchstens 5% sein, dass Sie die Nullhypothese ablehnen, vielleicht rein zufällig. Heißt im Konkreten bei der Partnerwahl Folgendes. Wenn der Richtige kommt, dann sollte die Wahrscheinlichkeit nur höchstens 5% sein, dass Sie die Person jetzt hier dann ablehnen. Ja, das ist dann sozusagen die Obergrenze, weil 100% können wir ja im Prinzip jetzt hier dann nicht immer treffen. Warum nicht hier in dem Fall? Können wir nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit ja die richtige Entscheidung treffen? Ja, wissen können Sie es ja nie. Und zwar deswegen nicht, weil es sind ja nur 100 Leute in der Stichprobe drin, verstehen Sie? Ja, das heißt also, Sie machen ja im Prinzip eine Aussage, was die ganze Menschheit betreffen würde, wenn man es so will. Ne? Also wie ist der Mensch an sich jetzt hier dann allgemein, ja, verstehen Sie? Es geht ja nicht um diese 100 Personen primär, das ist ja nur Mittel zum Zweck, ja, sondern wir wollen ja sozusagen uns auf die Grundgesamtheit beziehen, nicht wahr? Und das können wir halt natürlich nicht, also wie gesagt, weil wir die Grundgesamtheit ja nicht kennen. Also wenn Sie sich auf einen Annäherungsversuch jetzt hier dann einlassen, können Sie auch nicht zu 100% wissen, mit wem das jetzt hier dann quasi passiert. Oder wenn Sie jemanden ablehnen, können Sie es auch nicht wissen. Ja. Naja gut, okay, ist auch egal. Also ich meine, ich weiß auch, dass natürlich der Vergleich hinkt, aber ich glaube, dann verstehen Sie ja, was ich damit meine. Also Irrtumswahrscheinlichkeit standardmäßig bei 5%. Das wird in der Klausur in den meisten Fällen auch so gehandhabt. Das sind jetzt hier dann die Hilfsgrößen. Und daraus, wie gesagt, also aus den beiden hier, den letzten beiden, berechne ich den kritischen Wert. Der kritische Wert wird jetzt hier dann ein Wert sein, was aus einer Verteilung dann kommt, und zwar 1 minus Alpha, also das ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also Alpha ist dann Fehler erster Art, nicht wahr? Das ist jetzt nicht die Fehler zweiter Art übrigens, sondern 1 minus Alpha ist dann 95%, das heißt also, wenn die Nullhypothese wahr ist, dann soll die Wahrscheinlichkeit dann 95% betragen, dass man sie jetzt hier dann nicht ablehnt, ja, das wäre sozusagen, ja. Okay, also sprich jetzt hier, dass man annimmt. Gut, also, und dafür brauchen Sie jetzt hier dann die Anzahl der Freiheitsgrade wieder, das ist jetzt hier dann 3, und jetzt passen Sie auf, dieser Wert hier ist ein Quantil, und zwar, das ist das 95% Quantil,
der Chi-Quadrat-Verteilung mit drei Freiheitsgraden. Ich werde immer gleich mal sagen, wie man den bestimmen kann. Das 95% Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung ist der Wert, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% von der Verteilung nicht überschritten wird. Vielleicht erinnern Sie sich an den Median. Der Median einer Verteilung ist der Wert, der, ne, von 50% der Rezession oder der, ne, der Beobachtung nicht überschritten wird. Und hier ist es also, oder von der Verteilung, wenn man es so will. Also der Median ist der Wert, der von 50% der Verteilung jetzt wieder nicht überschritten wird. Und das 95% Quantil, also wie gesagt, die Verallgemeinerung, ja, ist der Wert, der von 95% der Verteilung jetzt wieder nicht überschritten wird. Also warum die sogenannte Chi-Quadrat-Verteilung? Deswegen, weil letztlich im Endeffekt die Teststatistik unter der Nullhypothese, sprich also wenn die Nullhypothese wahr ist, na, letztlich im Endeffekt der Chi-Quadrat-Verteilung jetzt hier dann folgt, zumindest jetzt hier dann approximativ. Aber gut, lassen wir das mal. Ja, also gerade mit den Approximationen, das vergessen wir mal. Also jetzt ist die Frage, wie bestimme ich das? Es gibt eine Tabelle, meine Damen und Herren, die Sie jetzt hier dann hinten finden. Ja, also in der Formelsammlung, die nennt sich Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung oder manchmal heißt die auch Prozentpunkte der Chi-Quadrat-Verteilung. Ich suche das 95% Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit drei Freiheitsgraden. Also dafür brauchen wir die Freiheitsgrade. Jetzt ist die Frage, wie bestimme ich den? Passen Sie auf, die Tabelle sieht dann so aus, dass in den Zeilenüberschriften die Freiheitsgrade stehen. Deswegen habe ich das jetzt hier dann DF geschrieben und nicht N, weil ne, manchmal steht dann N da, manchmal steht dann V da. Also DF steht für mir für Freiheitsgrade, Degrees of Freedom. Und die Werte hier oben beziehen sich jetzt hier dann auf die entsprechenden Werte für die Quantile, also 95%, 0,95. Das bedeutet, dass hier in der Spalte werden die 95% Quantile jetzt hier dann stehen, auf die ich jetzt hier dann schauen will. Na, ich gehe jetzt in die Zeile, wo dann 3 steht. Warum? Weil wir drei Freiheitsgrade haben, also die Anzahl der Freiheitsgrade war 3. Und ich gehe in die Spalte, wo 95% oder beziehungsweise 0,95 steht, weil ich das 95% Quantil der Verteilung jetzt hier dann bestimmen will. Und dort, wo sich die Zeile mit der Spalte trifft, nämlich bei 7,8 ungefähr, ich hole jetzt hier mal ab, ja, damit ich jetzt nicht versprechen muss, bei 7,8 ist dann der sogenannte kritische Wert. Und die Testentscheidung wird dann wie folgt aussehen. Wenn die Teststatistik, also sprich das Maß, ja, wo ich dann sozusagen die Unterschiede zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten gemessen hatte, größer ist als 7,8, nicht wahr? Dann passiert das sehr selten, nicht wahr? Das heißt also, dann würde man die Nullhypothese dann ablehnen. Ja? Also ist dann die Teststatistik größer als dieser kritische Wert, was Sie dann ablesen müssen. So, für den kritischen Wert gibt es 2 Punkte, für die Teststatistik, wie gesagt, 5, ja, für den Rest nochmal 3. Ja, also dann wäre dann sozusagen jetzt hier dann die Nullhypothese abzulehnen. Das wird jetzt aber nicht der Fall sein. Sie werden es vielleicht mal ein bisschen besser verstehen, wenn ich dann nochmal noch ein Bildchen zeige mit der Verteilung, ja, wie man jetzt hier das nochmal sehen kann. Also 7,8 ist dann der kritische Wert, wenn man so will. Den müssen Sie aus der Tabelle dann ablesen. Nicht wahr? Das habe ich jetzt hier nochmal quasi dann notiert. Das ist der Wert, den ich jetzt hier dann aus der Tabelle dann abgelesen habe. Das ist der sogenannte kritische Wert. Der kritische Wert ist der Wert, der für die Teststatistik den Ablehnungsbereich und den Annahmebereich dann festlegt. Also das heißt, mit Hilfe des kritischen Wertes weiß ich, na, wenn die Teststatistik im bestimmten Bereich fällt, welche Testentscheidung ich jetzt hier dann treffen werde. Das ist nämlich dann das nächste. Testentscheidung, und das war das letzte dann eigentlich auch schon, na, also wie gesagt, für oder dagegen. Und das steht dann sozusagen auch nochmal im Schema drin, wie man jetzt hier das dann machen will. Und zwar, ich erkläre mal nochmal ganz kurz, also wie gesagt, das sind nochmal, sollten Sie mal wissen, was die Nullhypothese ist. Das hatte ich jetzt hier noch nicht gezeigt. Die Nullhypothese, dass die Merkmale unabhängig sind, welche Merkmale? Verhalten und Geschlecht. Also das heißt, im Kontext würde es bedeuten, Verhalten beziehungsweise jetzt hier dann Geschlecht. Das ist jetzt hier dann dieser Wert, den man jetzt hier dann nochmal sehen würde. Also Nullhypothese, dass die Merkmale unabhängig voneinander sind. Ja, das ist das hier. Wie gesagt, hier nochmal kritischer Wert. Ja, also dass die Merkmale unabhängig voneinander sind. Wird jetzt hier dann abgelehnt. Und zwar deswegen, ich zeige mal ganz kurz, wird nicht abgelehnt, sorry, wird nicht abgelehnt. Und zwar deswegen, weil die Unterschiede zwischen erwarteten und beobachteten Häufigkeiten, ne, was wir über die Chi-Quadrat-Teststatistik gemessen haben, ne, erinnern Sie sich, da die Summe quadrierter Abweichungen zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten nicht groß genug ist, ja, dafür, um das jetzt hier ablehnen zu können. Ne. Das heißt also, der Wert, ne, das war die Teststatistik gewesen, ja, ist nicht groß genug, also größer,
Na, also ist nicht, na, also wäre es größer gewesen, dann hätte es ja funktioniert, aber es ist nicht größer als der kritische Wert. Wäre es größer gewesen, hätten wir es ablehnen können. Aber wie gesagt, hier, das ist dann sozusagen das Schema, was wir jetzt hier dann haben werden. Passen Sie auf, ich werde es nochmal erklären, dass Sie das etwas besser verstehen, ja, damit man das jetzt hier nochmal dann sieht. Ja, mit Hilfe jetzt hier dann der Verteilung der Chi-Quadrate, also Verteilung, aber dass man sich vielleicht nochmal die Werte jetzt hier dann merken würde. Passen Sie auf. Die Dichtefunktion, also sprich, ja, wie die Verteilung, wenn man es so will, ja, mit dem wir das jetzt hier dann messen würde, der Chi-Quadrat-Verteilung sieht jetzt in etwa so aus. Ja. So, jetzt passen Sie auf. Die fängt ja bei 0 an. Warum eigentlich? Und zwar deswegen, weil die Summe quadrierter Werte, ne, im Prinzip ja nicht kleiner als 0 sein kann. Also wie gesagt, kann das jetzt hier noch nicht sein. Und die Fläche unterhalb der Dichte ist dann direkt proportional im Prinzip jetzt hier dann zu der Wahrscheinlichkeit, ne, dass jetzt hier dann die Chi-Quadrat-Verteilung zum Beispiel Wert dann zwischen 0 und 7,8. Das ist jetzt nämlich dann dieser Wert hier. Ne, passen Sie auf. Da jetzt hier dann P, also sprich die Irrtumswahrscheinlichkeit, hier ist es jetzt in einem P, vorhin ist jetzt in Alpha 5% war, ist ja 7,8 ungefähr das 95% Quantil der Verteilung. Was heißt das? Das bedeutet hier im Konkreten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Chi-Quadrat-Verteilung Wert annimmt, zwischen 0 und 7,8 ungefähr, ne, 95% beträgt. Ne? Also das heißt, das ist sozusagen die grüne Fläche, wenn man so will. Also die grüne Fläche beträgt bei 95%. Und die rote Fläche beträgt dann 5%. Das sind ja die großen Werte, ne? Also ab 7,8 aufwärts. Warum die großen Werte? Naja, weil wenn die Nullhypothese wahr ist, ja, werden tendenziell die beobachteten Werte mehr oder weniger, jetzt hier dann mit den erwarteten, in meisten Fällen jetzt hier dann mehr oder weniger zumindest einigermaßen übereinstimmen. Nicht wahr? Also, um mir vielleicht mal ein anderes Beispiel jetzt hier dann zu nennen. Wenn die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel ist, ja, dass Sie jetzt hier beim Würfelspiel die 6 beobachten, nicht wahr, oder, ne, beim zufälligen Wurf, können Sie trotzdem jetzt hier dann nicht immer davon ausgehen, dass Sie exakt 100 Mal die 6 beobachten, wenn Sie 600 Mal werfen. Das heißt, es wird ja sozusagen jetzt hier dann zur Abweichung kommen. Aber in etwa trotzdem um 100 herum sollte das jetzt hier dann sein. Also das heißt, in der Mehrzahl der Fälle sollte das jetzt hier dann um 100 herum dann irgendwie sich dann einpendeln, ne, wenn die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel ist. Das heißt jetzt auch hier, ja, wenn die Nullhypothese wahr ist, dass, ne, das Verhalten unabhängig vom Geschlecht ist, nicht wahr? Dann ist, meine Damen und Herren, das sollte man jetzt hier dann auch nochmal dann sehen, dann ist, ne, die Wahrscheinlichkeit 95%, ja, dass die Chi-Quadrat der Statistik, ne, Werte annimmt bis 7,8. Nicht wahr? Also das ist sozusagen jetzt dann der Wert, den man jetzt dann tolerieren will. Und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% wäre das ja rein zufällig. Also auf Deutsch. Wenn Sie Werte beobachten für die Teststatistik, die Größe sehen das 7,8, nicht wahr? Da gibt es nur zwei mögliche Erklärungen für. Entweder Sie haben etwas beobachtet, was verdammt selten passiert, nämlich nur mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 5%. Ne? Also ein von 20 Fällen passiert also relativ selten, wenn die Nullhypothese wahr ist. Oder vielleicht ist dann die Nullhypothese dann gar nicht wahr. Ja, verstehen Sie? Also mal angenommen, um vielleicht mal ein anderes Beispiel zu geben. Stellen Sie sich mal vor, Sie werfen 600 Mal, ja, einen Würfel. Und 500 Mal beobachten Sie die 6. Ja? Da gibt es eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen für. Entweder Sie beobachten etwas, was verdammt selten ist. Ja? Oder vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit für die 6 gar nicht ein Sechstel, sondern der Würfel ist vielleicht manipuliert. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und da das Zweite eine größere Wahrscheinlichkeit dann hätte, würde ich dann vielleicht eher davon ausgehen, dass der Würfel manipuliert ist, weil das, was ich dann beobachte, passiert dann zu selten. Und so, das ist sozusagen die Idee dazu. Ja? Das heißt also, hätte ich dann eine Teststatistik gehabt, die Größe wäre 7,8, dann, ne, könnte zwar auch die Nullhypothese wahr sein, aber es passiert dann sehr selten. Vielleicht kam es nur rein zufällig heraus, dass in der einen Gruppe Psychopathen sind, vielleicht bei den Männern und in der anderen Gruppe halt nicht. Ne? Aber passiert dann eigentlich dann doch nicht immer. Ne? Das ist im Endeffekt könnte, wäre aber zumindest dann denkbar, dass es rein zufällig dann passiert. Aber das ist sozusagen der kritische Wert jetzt hier dann gewesen. Nicht wahr? Und wie kam aber im Prinzip jetzt hier dann mit unserer Teststatistik nicht mal in die Nähe davon? Na, das heißt also auf Deutsch, wenn die Nullhypothese wahr ist, ne, also wenn die Merkmale unabhängig voneinander sind, ne, unabhängig, alles klar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ne, nur 5%, ne, dass die Teststatistik in den Ablehnungsbereich fällt. Das ist sozusagen jetzt hier dann die Idee.
Aber der Verdacht kommt jetzt gar nicht auf, ne? Weil wir sind ja nicht mal in der Nähe des kritischen Wertes, also sprich nicht mal in der Nähe des Ablehnungsbereichs, also wo wir jetzt dann die Nullhypothese abgelehnt hätten. Vielleicht versteht man das jetzt hier so besser. Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, wie wir jetzt hier das dann nochmal machen würden. Also hier sehen Sie mal das Testschema, ja, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Das Modell bezieht sich jetzt hier dann auf zwei Variablen, die jetzt hier dann angeordnet sind in einer I-Kreuz-J-Kontingenztabelle. Das ist also eine Tabelle mit I-Zeilen und J-Spalten, wo die gemeinsamen Häufigkeiten enthalten sind. Also das ist sozusagen jetzt hier dann die Form, also die NIJ ist die gemeinsame Häufigkeit aus der I-Zeile und der J-Spalte, je nachdem wie viel man hat. Wir hatten jetzt hier dann in unserem Beispiel zwei Zahlen und vier Spalten, aber das kann natürlich auch beliebig sein, ja. Also hätte es dann die Transsexuellen noch gegeben, wären das dann drei. Also ich weiß jetzt nicht, ob Transsexualität ein Geschlecht ist, aber mal angenommen, es wäre eins, dann hätten wir dann drei Zeilen und vier Spalten gehabt. Das ist ja sozusagen jetzt hier dann für beliebige Fälle dann anwendbar. Ja? So. Die Nullhypothese lernen Sie bitte auswendig zu diesem Test. Die unterstellt nämlich Unabhängigkeit. Das heißt ja auch Unabhängigkeitstest, weil dann weiß ich ja letzten Endeffekt ja, was ich dann testen kann. Die Alternativhypothese ist jetzt hier in diesem Fall die Verneinung dafür. Also für die Nullhypothese schreibt man H0. Für die Alternativhypothese, die jetzt hier in diesem Beispiel jetzt hier lediglich die Verneinung davon ist, schreibt man H1. Die Prüfgröße ist die Teststatistik. Die müssen Sie berechnen. Und zwar passen Sie auf, also das war sozusagen, ne, die Summe also quadrierte Abweichung zwischen beobachteten und den erwarteten Häufigkeiten relativ zu den erwarteten. Das heißt, beobachtete Häufigkeit minus die erwartete Häufigkeit zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit. Und das war es. Ja? Also das ist sozusagen dann auch schon alles. Und das summieren Sie aber alle über Kategorien dann auf. Haben Sie keine Angst vor der Formel? Sie sehen jetzt hier dann gleich nochmal eine Doppelsumme. Eine Doppelsumme bedeutet jetzt hier dann nur, dass Sie bezüglich einer Tabelle aufsummieren müssen. Das heißt, Sie müssen dann im Prinzip dann nur Tabelleneinträge aufsummieren. Das hatten wir auch getan. Ja? Also aus dem Beispiel im Nachhinein versteht man das jetzt eigentlich. Und zwar, hier sehen Sie es auch nochmal, NIJ minus UIJ zum Quadrat geteilt durch UIJ und UIJ sind die erwarteten Werte. Ja? Das war also beobachtete Häufigkeit minus erwartete Häufigkeit zum Quadrat geteilt durch die erwartete Häufigkeit. Indiziert natürlich jetzt hier dann über die Zeile bzw. über die Spalte. Und das machen Sie über sämtliche Zeilen und sämtliche Spalten. Das heißt, diese Größe hier, die Sie in den jeweiligen Kontingenztabellen dann entnehmen, nicht wahr? Und damit ausrechnen, also sprich jetzt hier dann den Summand. Ne? Also der Summand ist die quadrierte Abweichung zwischen beobachteten und erwarteten Häufigkeiten relativ zu den erwarteten jeweils. Die summieren Sie über sämtliche Einträge aus der Kontingenztabelle auf und dann haben Sie jetzt hier dann mit der Statistik bestimmt. Ne? Das ist dann die Prüfgröße, die wir jetzt hier dann berechnen. Und hier steht auch nochmal, wie man die erwarteten Häufigkeiten berechnet. Die erwarteten Häufigkeiten berechnen Sie aus dem Produkt der Zeilensumme. Also ni Punkt ist die i der Zeilensumme und n Punkt j ist die j der Spaltensumme. Also die multiplizieren Sie miteinander, hatten wir auch getan. Geteilt durch den Stichprobenumfang. Ne? Also im Nachhinein, wie gesagt, wenn man das lesen kann, versteht man das zwar, aber aus dem Beispiel, wie gesagt, ist es dann einfacher. Ne? Also wenn man das gesehen hat, dann sieht man es jetzt hier schon. Und hier sieht man ja die Ränder. Ne? Also ni Punkt sind ja die Randhäufigkeiten jetzt hier dann von x, weil ne, die Werte jetzt hier dann von x in den Zahlen dann angeordnet sind. Ne? Männer, ne, und Frau, nicht wahr? Jetzt hier dann beim Geschlecht. Und die Spaltensummen, ja, die sind jetzt hier dann n Punkt j. Ne? Das ist sozusagen dann alles. Und Sie lehnen die Nullhypothese ab. Wenn jetzt hier, passen Sie auf, die Teststatistik größer ist, gucken Sie mal, als das 1 minus Alpha Quantil der Chi-Quadrat-Verteilung mit, und jetzt hier steht dann i minus 1 mal j minus 1, das sind die Freiheitsgrade. Na, das sehen Sie ja auch nochmal wieder. Na, das heißt also i minus 1 minus j minus 1 und Alpha ist die Irrtumswahrscheinlichkeit standardmäßig jetzt hier dann bei 5%, also Wahrscheinlichkeit für Fehler erster Art, meine Damen und Herren. Ja. Das war es eigentlich auch schon gewesen.